Mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einem 2-Wochen-Blick hier für dich. Was kommt ab dem morgigen Tag, den 23.08.2021 mit der Vollmondenergie auf dich zu? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Die Hauptenergie hier noch. Ich werde das hier noch etwas umstellen. Ich denke, so kannst du das alles ganz gut sehen.
So, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, du kannst hier alles ganz gut sehen. Ich starte jetzt einmal für dich, was möchte ab dem morgigen Tag auf dich zukommen. Wir haben hier einmal aus dem Tarot den Prinzen der Kelche. Was ist hier den Filmmaker besagt? Hier bekomme ich ganz, ganz stark den Fokus auf eine Situation zu richten, was du gerade in Gedanken hast. Also es geht um neue Perspektiven, es geht um Dinge zu verwirklichen, Dinge, die dich hier ganz, ganz viel Kraft und Stärke einmal in den kommenden Wochen kosten, gleichzeitig eine Herausforderung, die auf dich zukommt, was hier mit einem liebevollen Menschen zu tun hat. Der Prinz der Kelche steht hier für sehr, sehr viel Gefühl. Aber in jeglicher Form, ich bekomme auch viel gesundheitliche Aspekte, also in jeglicher Form des allgemeinen Zustandes, jetzt mal vom allgemeinen Zustand her, dass du deinen Fokus gerichtet hast, ja? Also es kann auch sein, dass du derzeit hier mit gewissen Dingen zu kämpfen hast. Das kann das Berufliche sein, das können die Äußerlichkeiten sein. Das können Dinge sein, wo du dich mit der Liebe sehr, sehr stark beschäftigst. Auch sehr stark das Selbstwertgefühl bekomme ich hier, Selbstbewusstsein, ja? Also behalte hier bitte deinen Fokus auf die Fülle, auf das Wundervolle, auf die Möglichkeiten. Ja, also ich sehe, dass du dich mit gewissen Dingen hier in den kommenden 2 Wochen ab dem jetzigen Zeitpunkt beschäftigst. Und das sagt mir auch die nächste Karte, was ich hier sehr stark für den Selbstwert, für das Selbstbewusstsein bekomme, dass genauestens geschaut wird. Ja, also genauestens beobachtet wird. Du dich selbst sehr, sehr kritisch beobachtest. Ja, wo ich dann sagte, das kann hier viel mit dem Körperbewusstsein zu tun haben. Dinge, was Äußerlichkeiten etc. beinhaltet, alles das, was auf der materiellen Ebene stattfindet, ja, dass du da jetzt ein gewisses Augenmerk drauf hast, was hier auch mit dem Alter zu tun haben könnte. Das heißt, du hast jetzt diese Reife für etwas, diese Weisheit und Erkenntnis, in die Veränderung zu gehen. Also man sucht hier bewusst nach einer Veränderung. Eine Person schaut bewusst nach dir, beschäftigt sich in Gedanken mit dir. Du beschäftigst dich mit einer Person, mit einer Situation. Was hier aber in den positiven Ausgang geht, denn es werden Möglichkeiten und Lösungen gefunden, die du aber nicht durch andere bekommst, sondern du allein bist dieser Fokus. Ja? Deswegen hier auch für all deine Vorhaben. Du bist der Hauptdarsteller in deinem Film, ja, also auch in jeglicher Form Produktionen, ja, bekomme ich hier auch, vielleicht ist gerade etwas bei dir im Werdegang, was Projekte etc. beinhaltet. Schau bitte individuell für dich. Also Beobachtungen finden hier statt, auch seitens anderer Personen, vielleicht auch die Gegebenheiten, dass bei dir nochmal ganz genau geschaut wird, wo gewisse Prüfungen vonstatten gehen, also all das, wo du jetzt in eine Gegebenheit kommst, was nochmal Stärke und Kraft und vor allem herausfordernd auch ist. Ja? Wir haben hier die 5 der Stäbe, dann haben wir hier die 8 der Münzen, wir haben das Rad des Schicksals, also hier kommt ganz, ganz viel in der Gegebenheit im Außen sowieso. Ich gehe erstmal auf die Tarotkarten hier ein, dass es hier eine gewisse Herausforderung für dich ist. Ja? In jeglicher Form auch immer, behalte bitte deinen Fokus. Ja? Nicht, dass du in Selbstzweifel gehst, nicht, dass du in Selbstmitleid verfällst. In Dingen, womit du dich stark derzeit beschäftigst, was du eventuell nicht schaffen könntest. Hier könnte auch etwas im Team sein, ja, wo du denkst, diese Herausforderung ist zu groß. Du bist definitiv dieser Herausforderung gewachsen. Noch einmal mit dem Fokus. Ganz, ganz wichtig, was ich hier stark bekomme. Also hier sind Dinge, die bis ins Detail gehen. Auch in der Liebe geht es hier um Gegebenheiten detailliert zu schauen. Das bekomme ich jetzt nicht negativ, sondern in einer Situation, dass man hier mit sich kämpft. Ja, dass du vielleicht selber sehr kritisch bist und bis aufs Detail, dass alles abgestimmt sein sollte, dass du der Meinung bist, es müsste alles so sein, sprich perfekt sein. Ja,
Also da ist es ganz, ganz wichtig, nicht gegen dich selber zu kämpfen. Ja, das kann hier auch rein das Ego sein. Ja, dass du mit dir selber ringst und kämpfst, könnte ich etwas überhaupt schaffen. Weil ich sehe hier auch die Dinge, die im Alleingang stattfinden. Also schau mal. Und wo du ganz genau prüfst, wo auch Prüfungen stattfinden, schicksalshafte Gegebenheiten, die hier kommen und stattfinden. Allgemein, vielleicht geht es hier um Prüfungen, ja, dass du vielleicht eine Prüfung hast oder ähnliches in beruflichen Angelegenheiten. Vielleicht auch ganz simpel, dass du eine Führerscheinprüfung oder ähnliches machst. Ja? Es geht hier mit vollster Kraft voraus. Ja? Ich bekomme sehr viel Schnelligkeit, denn das Rad des Schicksals ist immer in Bewegung und hier insbesondere, und hier ist es wichtig noch einmal zu achten, dass du nicht in eine Gegebenheit kommst. Du musst kämpfen, Kampfgeist beweisen. Disziplin, Kampfgeist, im Beruflichen natürlich, aber in dieser Gegebenheit, in der Liebe, nein, das ist definitiv schicksalhaft geführt. Ja, und hier kann es natürlich bei dem einen oder anderen noch eine gewisse Konkurrenzsituation geben. Ja, das heißt, ein Konkurrenten oder eine Konkurrentin in dem Sinne aus der Vergangenheit oder jetzigen Situation. Dass vielleicht bei dem einen oder anderen noch Dinge sind, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, man müsste, so wie man in der Vergangenheit schon gekämpft hat, hier noch vermehrt irgendetwas tun und kämpfen. Für die Liebe musst du nicht kämpfen. Die Liebe ist da oder sie ist nicht da. Auch in Partnerschaften schaut man hier jetzt präzise, also schon Dinge, die ins Detail gehen, ja, also etwas intensiviert sich hier, man denkt über gewisse Dinge sehr, sehr viel nach, man prüft auch erstmal eine Partnerschaft oder eine Situation, ja. Also ich bekomme stark die Prüfungen, die stattfinden. Ob du hier auch kampfbereit bist, ja, ob du der Herausforderung gewachsen bist, der Herausforderung in der Partnerschaft, weil hier geht es viel um Liebe und Partnerschaft. All eins zeigt sich hier. Dann haben wir hier einmal den Selbstwert. Wir haben hier die Karte, die Fülle, die sich gezeigt hat. Liebe zu dir selbst hat äußerste Priorität. Ich sehe, dass du hier definitiv in diese Annahme gekommen bist. Dich hier als Fülle siehst. Hier zeigt sich nochmal die Reichhaltigkeit mit der Fülle gemeinsam. Einmal diese Karte. Stark das Bewusstsein, nochmal Ernährung, hat sich hier auch nochmal gezeigt, hat sich hier auch in den vergangenen Tagesbotschaften, also in der gestrigen Tagesbotschaft eben gezeigt, dass hier Dinge sind, wo du dich dann einfach kraftvoller fühlst, weil du eine Veränderung vornimmst. Und gerade in der abnehmenden Mondphase ist es ja immer ganz, ganz wichtig, da mit Dingen zu arbeiten, was du nicht mehr möchtest. Ja, da kannst du am besten damit arbeiten, was ein gewisser Ballast ist. Dass du dich auch befreiter fühlst. Körperbewusstsein, also viel die Ernährung, wo man jetzt großen Wert drauf legt. Das können sportliche Aktivitäten sein, die Energie an sich, wo du mehr zu dieser Energie kommst, wo vorher etwas bei dem einen oder anderen nicht stimmig war, wo eine gewisse Schwere war, wo du vielleicht immer müde warst oder wo du vielleicht bestimmte Medikamente zu dir genommen hast oder Dinge einfach, wo du im Beruflichen warst oder im Freundschaftlichen dich mit Menschen, Personen, Situationen umgeben warst, die dir einfach nicht gut getan haben. Also diese Schwere geht raus. Du entdeckst hier etwas für dich. Ja, das kann einmal etwas ganz, ganz Neues sein. Das kann ein neues Produkt sein. Das kann an sich unterleihen vielleicht einen Fitnessplan sein. Das kann sein, dass du dich jetzt viel, viel gesünder ernährst, mehr Energie hast. Ja, dass du vielleicht vegetarische oder vegane Produkte ausprobierst. Ja, also viel, was mit Früchten und nährstoffreicher Nahrung eben auch zu tun hat. Und dadurch fühlt man sich automatisch besser. Ja, es bringt mehr Energie, es ist keine Müdigkeit. Also du gehst hier auf, du blühst auf. Ja, irrelevant, was du hier tust. Und es hat viel mit dem eigentlichen Grundsatz zu tun. Und dann haben wir hier das Unerwartete. Also hier mit diesen ganzen Karten, was ich eben schon sagte, das Rad des Schicksals ist hier in Bewegung. Auch wenn du in Gedanken bist, dass hier gerade nichts in Bewegung ist, ist im Background ganz, ganz viel in Bewegung. Das Göttliche, das Universum. Du darfst jetzt hier mit Fülle rechnen. Es kommt etwas Großes auf dich zu. Und das ist das, was ich letztens schon sagte, im Allgemeinen, ja, dass hier etwas im Background stattfindet und dass hier jetzt etwas geschieht, du aber deinen Fokus beibehalten solltest, irrelevant,
was im Außen gerade geschieht, was gerade ungesund ist, ja, mit Dingen, wo du vielleicht dich tagtäglich beschäftigst oder dass du unbewusst damit konfrontiert wirst. Ja? Also hier kommt etwas Unerwartetes auf dich zu und das sehe ich sehr, sehr positiv, womit du eben nicht gerechnet hast. Ja? Weil du in der Vergangenheit hier auch sehr, sehr viel gekämpft hast, wofür du auch jetzt kämpfst oder wofür du dich einsetzt, in jeglicher Form auch immer, was das ist. Hier kommt Fülle, hier kommen positive Nachrichten auf dich zu. Etwas, womit du nicht gerechnet hast, ja, und wo du viel Zeit, Kraft und Energie investiert hast, bis aufs Detail, ja. Ich schaue jetzt, was ich vereinzelt an den Tagen zeigen möchte. Wir haben hier einmal am morgigen Tag den Adligen. Das kann jetzt einmal dein Gegenüber sein, das kannst du selber sein. Das kann jemand sein, wo du etwas Bestimmtes vorstellst, wo du dich schon lange mit beschäftigt hast. In den beruflichen Angelegenheiten, in der Liebe, möchten hier jetzt Verbindungen hergestellt werden. Ja? Also in der Kommunikation, wo du bislang die Belastungen hattest, kommt jetzt hier etwas in Bewegung. Ja, es kostet hier dich nochmal Kraft, deswegen das ist für den einen so, für den anderen so. Es kommt darauf an, welchen Fokus du gerade hast. Ja? Also das heißt, wenn du etwas Gewisses loslässt, wo du im Vertrauen bist, wo du auch davon überzeugt bist, dass es funktioniert, ja, gibt es hier positive Aussichten auf Erfolg. Und das hat sich ja hier schon gezeigt. Ja? Hier hat sich die Fülle gezeigt. Es ist nur wichtig, dass du an dich selber glaubst. Ja, hier geht es schon um große Angelegenheiten. Das sind keine kleinen Angelegenheiten. Das kann natürlich sein, dass du, wie schon gesagt, gewisse Selbstwertthemen hast. Ja, dass sich das da um gewisse Dinge eben auch handelt. Ja, aber auch da wirst du hier bestimmte Personen im Außen treffen, begegnen, aufgrund, dass du selber hier etwas organisierst, etwas, wo du selber dich informierst, wo viel in Bewegung eben kommt durch deine Initiative. Also in gewissen Dingen des Unwohlseins ist es hier schon wichtig, gewisse Initiative zu ergreifen, so wie in der beruflichen Situation. Aber auch in der Liebe, dass gewisse Dinge auf einer Augenhöhe stattfindet, ja. Also, dass es im Einklang ist, in der Balance ist. Das heißt, auch etwas zu pflegen, was wir hier hatten mit den 8 der Münze. Ja? Dass die Pflege beibehalten wird, so auch in Partnerschaften. So bekomme ich das hier. Vielleicht hast du hier auch noch Sorge, dass hier ein Konkurrent oder Konkurrentin ist. Da darfst du bitte rausgehen, ganz, ganz wichtig. Wir hatten hier die Selbstliebe. Ja, also irrelevant, wer da noch ist oder was da noch kommen soll. Fokus ist bitte zu dir selbst. Ganz, ganz wichtig. Also, dass du hier wirklich rein auf dich schaust. Noch einmal mit der Karte. Also, hier geht es um Verbindungen. Hier geht es um Partnerschaften. Etwas Neues beginnen zu lassen. Ja? Gleichzeitig, denn wir haben hier das Kind und wir haben hier Kummer und die Krankheit, die sich hier auch zeigt. Dass gewisse Konflikte hier auch stattfinden mit einem Partner oder Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Entweder ist es bei dir so oder bei deinem Gegenüber, dass es da noch um Konflikte eben geht, was aber letztendlich gut ausgeht. Also, dass man da noch gewisse Dinge zu bewältigen hat. In jeglicher Form sehe ich hier das Positive, was auf dich zukommen möchte. Dann haben wir hier einmal die Sonne und wir haben den gereiften Herren. Ja? Also hier geht es um Dinge, einmal wenn es um Projekte geht, Beschäftigung, das Berufliche, dass unterstützende Personen eben auch da sind. Wir haben hier auch die Stabilitäten, die Häuslichkeiten, die Sicherheiten. Das kann sich einmal um die Häuslichkeiten an sich handeln, das kann sich um eine Firma handeln, das kann sich um eine Immobilie handeln. Hier bekomme ich rein eine Person, die unterstützend ist an deiner Seite. Das kann im Juristischen sein, ja? Das kann ein Rechtsanwalt sein, das kann ein Notar sein, es kann ein Gläubiger sein, das kann ein Anwalt sein. Also in jeglicher Form eine Person, die dir hier mit Unterstützung, Rat und Tat zur Seite steht. Wichtiges, was hier stattfindet, wo es um die Stabilitäten und Sicherheiten diesbezüglich geht. Also jemand findet hier auch diesbezüglich deine eine Möglichkeit. Ja, also du hast hier den Joker, du hast hier das Ass im Ärmel. Dann haben wir hier einmal den Europäer, die Unabhängigkeit.
Und wir haben hier die Freude, die Anerkennung und das Lob. Also einmal kann es sein, dass du hier ein Geschenk bekommst, dass man dich lobt, ja, ob du jetzt in einer Firma bist, ob du jetzt ein Projekt hast, in jeglicher Form um Dinge geht, zeigt sich hier die Anerkennung, ja, also viel Anerkennung, wo ich das stark auch in eine Verbindung bekomme, ja. Es kann natürlich auch sein, dass du hier in eine Gegebenheit bist, das bekomme ich auch gerade rein, weil wir hatten hier noch eine gewisse Mangelsituation, was die Selbstliebe beinhaltet, ja, dass du vielleicht in gewissen Gegebenheiten bist und dass dir dieser Lob und diese Anerkennung oder in jeglicher Form etwas fehlt. Ja, das kann eine Partnerschaft sein, das kann sich um Bestätigung handeln. Einzig und allein um Bestätigung hier in einer Gegebenheit. Ja, und das ist ebenfalls ein Selbstwertthema. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier für dich eben auch schaust. Ja? Also das sind auch Dinge, die dürfen rausgehen, weil wir haben hier die Verlustsituation. Aber da komme ich gleich zu, dass hier gewisse Dinge sind, wo eben der eine oder andere für sich noch schauen darf. Ja? Es kann sich hier um finanzielle Dinge auch handeln, dass hier viel Verlust vonstatten gegangen ist, bei dir, bei deinem Gegenüber oder gerade in der jetzigen Situation, wo man mit Konflikten eben direkt konfrontiert wird, weil hier ist die direkte Konfrontation mit der Situation. Ja? Also schau mal bitte individuell für dich. Trotz alledem geht es hier um eine Situation, hier geht es um Unabhängigkeit. Unabhängigkeit beinhaltet gleichzeitig Befreiung, Freiheit, ja, sich unabhängig zu machen von Dingen, die eben belastend sind, ja, die mit Stress einhergehen, die mit Konflikten einhergehen. Weil wir haben hier die Situation, wo man gegen etwas kämpft. Es kann sich hier um Kinder eben handeln, all das, was ich eben schon sagte, dass hier gewisse Dinge sind, wo man da eben noch Konflikte hat. Mit einem Ex-Partner, Ex-Partnerin oder jetzige Situation. Es kann auch einzig und allein sich um dich handeln, ja? Also wenn Kinder involviert sind, dass es sich hier um eine Situation handelt, vielleicht möchtest du hier von zu Hause weg, vielleicht möchtest du woanders hin, vielleicht möchtest du das Land, die Stadt oder ähnliches verlassen, ja? Und dass da noch gewisse Sorgen diesbezüglich sind oder dass da eben dir noch gewisse Personensituationen im Weg stehen. Ja, aber hier liegt ja schon die Fülle, also dass du diesbezüglich ins Vertrauen gehen darfst und das Ganze hier nicht aus den Augen verlieren solltest. Das heißt, dein Ziel, ja, was hast du hier visualisiert, dass du da diesbezüglich diesem Weg folgst, ohne Sorge und Ängste. Also man möchte sich jetzt hier unabhängig machen. Haben wir auch hier die Finanzthemen, der Verlust, was sich zeigt und das Finanzielle hier nochmal. Vielleicht hast du auch in der Vergangenheit ganz, ganz viel Geld verloren, kämpfst jetzt für eine Situation. Ja, das kann jetzt hier gerichtlich sein, das kann behördlich sein. Also ich sehe nicht nur die Positivität, ich sehe hier noch schon so einen gewissen Kampf, wo es um gewisse Dinge eben auch geht. Ja, wo du vielleicht auch lange für etwas gekämpft hast und wo mehrere Personen, die eben diesbezüglich auch im Weg stehen. Also es ist wichtig, dass du hier deine Balance behältst, ja, dass du deine Energie klärst. Ganz, ganz wichtig, Meditation. Eine Aura braucht einen gesunden und starken Geist, dass du in einem gewissen Schutz drin bist, ja, wie eine Bubble. An dieser energetischen Bubble, dass da nichts und niemand an dich herankommt im Sinne von Negativitäten, denn es gibt immer Höhen und Tiefen, ja. Das heißt, das Leben zu lernen, auszubalancieren, das ist wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das heißt, also gewisse Tage oder Wochen, wo etwas nicht funktioniert, dass man mit dem Fluss mitgeht, ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du eben das nicht stoppst, ja, die Energien nicht stoppst, dass du dir womöglich ganz, ganz lange Gedanken und Sorgen machst, ja, denn du wirst definitiv nicht ganz, ganz lange da drin verweilen, wenn du hier für dich schaust und deine Energie klärst. Dann haben wir hier Streit und Nervosität, also dich bringt hier nochmal etwas an deine Grenzen, ja, wo du dann hier dich schützen darfst. Es geht hier auch viel um gewisses anzumelden, schützen zu lassen. Das kann hier auch ein Patentanwalt sein oder ähnliches. Ja, das bekomme ich hier auch gerade rein. Dass es da um gewisse Dinge geht, wo du vielleicht in der Vergangenheit schon gewisse Erfahrungen gemacht hast und vielleicht nicht ganz genau geschaut hast. Ja. Und es ist wichtig, dass du da eben, bevor so etwas geschieht, dich im Vorfeld absicherst. In jeglicher Form auch immer, was deine Vorhaben eben auch beinhalten. Weil man vielleicht nicht ganz genau aufgepasst hat, weil wir haben hier das viele Geld und mit der Schocksituation. Ja, also hier ist auch nochmal die Vorsicht darauf, dass es hier um Zahlungen eben auch geht, um Forderungen auch geht, ja,
wo ja bei dem einen oder anderen, wo man nicht herumkommt, sich da diesbezüglich Personen zu Rate zu ziehen. Also achte hier bitte auch auf deine Wertsachen. Ja, dass hier vielleicht insbesondere in dieser Woche, dass hier vielleicht etwas vonstatten geht, das kann in einer Firma sein, das kann unterwegs sein, das kann auf Reisen sein, ja, das kann Anfragen per E-Mail sein, das kann hier auch sein, dass dich jemand kontaktiert, ja, und dich über gewisse Wertsachen befragt, ausfragt, Immobilien, also Wertverträge, Wertgegenstände, da ist ganz genau zu schauen, ja, also hier hat dich jemand schon bewusst so rausgesucht. Das bekomme ich nicht für jeden, aber hier ist auch die Warnung, dass man auf gewisse Dinge eben sich nicht darauf einlassen sollte. Also mit Vorsicht ganz genau schauen sollte. Insbesondere Wertgegenstände und eben auch Finanzen. Ich sehe hier sehr, sehr viel Geld. Vor allem zeigt sich hier dann auch nochmal der Adlige oder die Adlige. Schau bitte individuell für dich. Steuern könnten das hier auch sein. Ja, es kann sich hier auch um Steuerhinterziehung diesbezüglich auch handeln. Dass man da in gewissen Konflikten eben auch kommen könnte. Also schau mal bitte, was da eben auf dich zukommt. Das ist eine allgemeine Legung. Wir haben hier den Südländer und wir haben die eigene Wohnung. Es kann sein, dass man hier raus möchte aus dem Häuslichen. Das kann dein Gegenüber sein, das kannst du selber sein. Das kann sein, dass du ins Ausland gehen möchtest. Das kann sein, dass du hier vom Ausland eben wieder zurück möchtest. Es kann sich um eine Person handeln, die sich im Ausland aufhält und hier schaut, ja, aber das ist dann eher so, das sind dann mehrere Personen, da bekomme ich schon eine Gruppe, was sich dann hier zeigt, wo dann Leute speziell auch rausgesucht werden. Ja, also bitte vorsichtig sein, was Geld, Anlagen etc. beinhaltet. Ich sehe hier, dass hier schon etwas abhanden kommt, insbesondere was große Geldsummen beinhaltet. Des Weiteren in der Situation kann es sich um einen Umzug handeln. Ja, das, was ich zu Anbeginn schon sagte, dass du vielleicht zu jemandem ziehen möchtest oder dein Gegenüber zu dir ziehen möchte. Es kann sein, dass ihr momentan nicht im Kontakt seid, dass dein Gegenüber hier gewisse Probleme hat und gerade selber eine Wohnung sucht oder allgemein einen Bleibe sucht. Was es beinhaltet. Es könnte sein, dass man bei dir erstmal unterkommt oder unterkommen möchte. Das ist ganz, ganz speziell. Das ist hier vielleicht bei einer Person, ja. Das kann sich auch im Freundschaftlichen zeigen. Das muss sich hier jetzt nicht um die Liebe handeln, weil ich das auch für eine ganz, ganz andere Person eben auch bekomme als dein Gegenüber. Also schau mal bitte, dass man hier auch von einer gewissen Person finanziell stark ausgenutzt wurde. Also die ganze Woche zeigt sich in Gegebenheiten eine Erklärung. Ja, dass hier etwas ganz, ganz Bestimmtes jetzt für dich aufgeklärt wird. Also dass man auch gerade zu kämpfen hat im Häuslichen, wo es um eine eigene Wohnung geht. Wohnungssuche, Häusersuche, berufliche Angelegenheiten. Jemand könnte dich hier aufsuchen auf der Arbeit, das bekomme ich auch gerade rein. Also jemand sucht auch nach deinem Rat. Im Finanziellen, in den ganzen Angelegenheiten, was ich vorhin schon sagte, hier bitte ganz genau zu schauen. Wir haben hier den Turm, wir haben hier die Finanzen, was ich vorhin schon sagte, das zeige ich dir gleich einmal in die Kamera, ganz genau zu prüfen, mit wem hast du es auch zu tun, wo geht es um höhere Geldsummen auch, ja. Achte bitte da insbesondere darauf, was es hier Auslandskontakte, Internetkontakte etc. beinhaltet, ja. Also hier zeigen sich die Gegebenheiten schon, auch im Geschäftlichen, ja, wo du da mit jemandem ein Abkommen hast oder da gewisses stattfindet. Das kann hier auch ein Journalist sein, ja, das kann sich hier in jeglicher Form auch immer zeigen. Also was dann auch von außen kommt, was du hier eben durch die Öffentlichkeit auch erfährst. Räumlichkeiten, was Wohnungen etc. beinhaltet, hier so der Platzmangel, das bekomme ich auch. Also es kann sich hier auch um ein bestimmtes Auslandsprojekt handeln, ja, um eine Eigentumswohnung oder generell um Dinge. Es kann auch sein, dass man hier eine WG gründen möchte. Es kann sein, dass jemand nach deiner Hilfe fragt. Es kann ein Freund auch sein, jemand aus dem Ausland, ja, wo man hier diesbezüglich
eine Wohnung auch verloren hat oder ähnliches. All das kann natürlich auch in der Vergangenheit stattgefunden haben, wo sich mit der Vollmondenergie eben auch zeigt, dass du diese ganzen Erfahrungen auch gemacht hast und dass du jetzt loslassen darfst, dass die Fülle auf dich zukommt, also dass du hier ins Vertrauen gehen kannst. Ja, nichtsdestotrotz sind hier gewisse Gegebenheiten, die eben in Zukunft hier auch anstehen für den einen oder anderen. Dann haben wir hier Frieden, also Frieden schließen mit einer vergangenen Situation, das, was ich eben schon sagte. Und wir haben die Entscheidung, also hier werden Entscheidungen getroffen, gerichtliche Angelegenheiten, du stehst vor einer Entscheidung, Entscheidung im Hinblick, was du denn eben auch jetzt möchtest, ja. Vielleicht möchtest du ins Ausland, vielleicht möchtest du hier Dinge dir für die Zukunft verwirklichen, ja, wo es dann vielleicht noch um Anträge geht, viele Formulare eben auch geht. Ich sehe ganz, ganz viel Kommunikation, ja, auch mit den Tauben hier. Auch Auslandssituationen, wo es hier um Friedensabkommen geht, ja, alles das, was sich hier sehr, sehr schwierig auch gestaltet, was derzeit nicht in der Möglichkeit diesbezüglich auch ist. Ja, es kommt immer darauf an, von wo du eben auch schaust. Ich sehe viel die globale Situation, die Auslandssituation eben auch, ja, gewisse Abkommen, die hier über Europa schon entschieden wurden, ja, schon längst eben diesbezüglich entschieden wurden. Des Weiteren Neues, was hier organisiert wird, definitiv von außen, ja, dass vieles eben auch kommen wird, Beschlüsse, die auch kommen werden, Neues, was wieder sich umstellt, also eine gewisse Umstellung bekomme ich, ja. Schau bitte, dass du in deiner Positivität bleibst, ganz, ganz wichtig, da wo du jetzt einer gewissen Herausforderung auch gestellt bist, ja. Das heißt, gewisse Anträge, die nochmals geprüft werden, wo du vielleicht noch etwas abgeben musst oder ähnliches, das ist bei jedem dann individuell, ja. Da es eben auch eine allgemeine Legung ist. Also vieles, was dann eben diesbezüglich auch beschlossen wird seitens einer Behörde etc. Dann haben wir hier einmal am Sonntag, wir haben den ungesunden Lebensstil. Dann haben wir die weibliche Hauptperson. Das hier unten kann auch eine andere Person sein, was ich stark eben auch für den Selbstwert bekomme. Das kann auch diese Person sein, wo du eben gewisses jetzt mit zu tun hast, ja, oder wo dein Gegenüber noch mit zu tun hat, all das, was ich schon sagte. Einmal hier die weibliche Hauptperson in Kombination die Amtsperson und wir haben hier die Reise. Also hier steht für den einen oder anderen eine Reise an, in jeglicher Form auch immer, in der beruflichen Situation. Also hat eine gewisse Einsicht nicht, wo du dann nochmal in einer gewissen Herausforderung bist, was einiges an Klärung beinhaltet. Ja? Vielleicht geht es hier auch um dein eigenes Projekt, dass du selber hier jetzt etwas organisierst, selber etwas in Erfahrung bringst, aufgrund, weil etwas so lange dauert, aufgrund, weil du keine Nachricht bekommst. Also du organisierst dich jetzt mehr oder weniger auch selbst, ja, weil du hier deinen eigenen Fokusblick diesbezüglich auch hast. Was haben wir hier? Wir haben das Zeitmanagement und die Bank. Ja, also hier kommt ganz, ganz viel in Bewegung, was natürlich auch mit einem Kauf eines Wagens zu tun hat, mit einer Immobilie zu tun hat, mit Dingen, wo du dich eben für jetzt interessierst oder was du in Erwägung ziehst, dass da noch gewisse Formalitäten sind, wo dann eine gewisse Schwere eben auch drauf liegt. Du gehst zumindest raus aus einer ungesunden Situation. Du bereitest dich hier auf etwas vor, es kann sich um eine Reise handeln, auch im Privaten, was gemeinsam mit einer ganz, ganz bestimmten Person zu tun hat, mit deinem Partner oder aber Partnerin oder aber auch in Dingen, wo du etwas organisierst. Dinge, die du erfahren wirst, insbesondere Reisen, Ausland etc., das wirst du durch das Außen erfahren. Ja, was dann nochmal für Konflikte etc. eben auch kommen wird. Generell gehst du raus aus einer ungesunden Situation. Der eine oder andere darf sich noch aus einer ungesunden Situation befreien. Ich schaue hier einmal weiter auf die zweite Woche. Wir haben hier den Prinz der Scheiben. Hier kommt dir aber jemand mit Stabilität entgegen. Wir hatten ja hier den Prinz der Kelche, also der Bube der Kelche und hier haben wir den Bube der Münzen. Hier wird geplant, etwas wird organisiert, ja. Also jemand steht dir mit Rat und Tat auch zur Seite. Jemand, dem Sicherheiten ganz wichtig sind. Also es zeigt sich hier nicht im Undurchsichtigen, also es zeigt sich hier schon jemand, auf den du zählen kannst. Jemanden, dem du sehr, sehr wichtig bist.
Das einmal für die Liebe. Ich gehe hier erst einmal auf die Liebe ein, dann schaue ich auf das Berufliche. Dann haben wir hier Power. Dann haben wir hier die Offenbarung. Jemand offenbart sich dir jetzt. Du wirst etwas erfahren durch das Außen, so oder so. Einmal mit der Karte Power. Also hier Energie. Elektrizität bekomme ich hier auch sehr, sehr stark. Also da nochmal. Gibt es hier Angelegenheiten, was sich hier zeigt mit gewissen Programmen? Da ist auch nochmal die Vorsicht, so bekomme ich das. Es ist alles so in der Gegebenheit im Außen organisiert. Ja, etwas wird hier organisiert, das schon seit Wochen. Hier ist einmal für die Liebe, also die Unklarheiten, da wird man rausgehen. Du wirst hier ganz, ganz viel Klarheit bekommen, warum gewisse Dinge in der Vergangenheit stagniert haben oder nicht ins Rollen kommen konnten. Es geht hier um Planung, organisieren, ja. Also man organisiert hier etwas, entweder gemeinsam oder man organisiert etwas für dich. Hier geht jetzt ein Licht auf, ihm oder ihr geht ein Licht auf. Es kommt mehr Klarheit ans Licht. Im Beruflichen ist genau dasselbe. Da wirst du diesbezüglich Unterstützung auch bekommen. Also hier ist viel, was von außen eben auch kommt. Ja, was dich eben Kraft und Energie auch kosten wird. Ich sehe hier sehr, sehr stark die Energie im Allgemeinen, die Kraft, ja, wo es einem diesbezüglich an die Grenzen geht, was einen hier sehr, sehr stark eben auch beschäftigt. Dann haben wir hier einmal das Kind und wir haben hier die kleine Krankheit. Also man macht sich hier Sorgen. Entweder generell machst du dir Sorgen um das Allgemeine, ja, was jetzt im globalen eben stattfindet, wo du etwas erfahren wirst definitiv, wo es um den Schutz der Kinder generell eben auch geht. Es kann sein, dass du hier in einer Situation bist, wo du dir Sorgen machst oder aber auch dein Gegenüber, wo dann eben auch ein Kind oder Kinder involviert sein könnten. Ja? Ich sehe die Gegebenheit der Entwicklung. Ich sehe hier viel Entwicklung drin, dass man sich um die Entwicklung des Kindes Sorgen macht. Ja? Gerade was jetzt in der Gegebenheit stattfindet im Außen, dass es die psychische Belastungen für die Zukunft eben auch ganz klar hier eben auch darstellt. Also auch nochmal hier auf den Schutz der momentanen Situation in Kindergärten und Schulen diesbezüglich auch hier zu schauen. Ja, da wirst du viel eben auch diesbezüglich erfahren. Dann haben wir hier einmal den Vorteil und wir haben das Haus und die Stabilität. Ja, also einmal kann es sein, dass jemand sich generell immer einen Vorteil verschafft hat. Vorteil im Außen, globale Situation. Ich denke, das weiß hier diesbezüglich auch jeder. Dann auch nochmal die Gegebenheit, wo es um das Häusliche geht, um das innere Kind, das Wohlbefinden. Das Haus steht für Wohlbefinden. Ja, gleichzeitig auch für Stabilität. Er ist unabhängig von den materiellen Gegebenheiten. Ja, hier geht es um das feste Fundament, um das Wohlbefinden, ja. Dann achte bitte insbesondere Verkäufe, Käufe mit einer Person, wo ich ja sagte, du bekommst hier Unterstützung, solltest auch diesbezüglich dir in solchen Angelegenheiten Unterstützung holen, ja, wo sich dann eventuell eine Person auch einen Vorteil verschaffen möchte, also ganz genau wirklich auch zu schauen, ja, die geht dir hier ein Licht auf. Über eine gewisse Person, über eine Situation. Ja, also das kommt so oder so, das Rad des Schicksals ist hier in Bewegung. Ja. Diese Dinge sind dann diesbezüglich auch nicht aufzuhalten. Du hast diesbezüglich auch einen Vorteil, wenn du hier vielleicht eine Wohnung suchst oder eine Immobilie oder vielleicht dich irgendwo bewirbst für etwas. Ja, also ich sehe hier eine sehr, sehr unterstützende Person, die dir hier wirklich ganz, ganz viel Kraft gibt und dir hilft und zur Seite eben auch steht. Ja. Dann zeigt sich hier einmal die Lady. Das bist nicht du, das ist auch nicht dein Gegenüber, das ist hier definitiv eine Drittperson, genauso wie sich hier eine Drittperson zeigt und eben aber auch hier. Ja. Und wir haben hier den Verlust.
Also hier alles das, was ich schon sagte, auf gewisse Dinge zu schauen, ja, wo man diesbezüglich deiner einen Vorteil sieht. All das, noch einmal, kannst du in der Vergangenheit erlebt haben, weil wir in dieser Mondphase eben auch sind, dass du diese Dinge, dass du dich davon befreist, jetzt auf dich schaust, dir geht jetzt auch ein Licht auf im Hinblick der Vergangenheit. Ja? Was hast du in der Vergangenheit nicht gesehen, dass du jetzt einen ganz, ganz anderen Blick für etwas hast. Ja? Das heißt, du bist ja durch gewisse Erfahrungen gegangen, du bist gewachsen in einer Situation, wo du diesbezüglich kein eingeschränktes Gesichtsfeld mehr hast, sondern dein Blick wird erweitert, ja, aufgrund der vergangenen Erfahrungen. Dann haben wir hier einmal die Schocksituation, das ist auch all das, was ich schon sagte, und wir haben das viele Geld. Und ich sehe, dass entweder du oder er oder sie hier viel Geld diesbezüglich auch verloren hat, ja, weil man hier hintergangen wurde. Also man hat hier etwas nicht beachtet. Ja? Man hat den Blick nicht gehabt, in diesem Moment auch nicht gehabt. Deswegen, insbesondere wenn du hier auf Reisen gehst oder ähnliches, achte bitte. Ja? Wenn du vielleicht gerade hier etwas trinkst oder isst oder ähnliches, auch auf Fahrzeuge hier eben diesbezüglich auch zu achten. Ja? Ich sehe da schon eine gewisse Situation, die mit Diebstahl einhergeht. Häusliche Situation, bitte auch darauf zu achten. Ganz, ganz wichtig, ja, dass du hier vielleicht etwas vergessen hast oder ähnliches. Aber das führst du dann eben auch in diesem Moment für dich. Es kann sich hier um Schulden auch handeln, ja, dass es hier um gewisse Dinge geht, wo man von dir Geld fordert, wo es um höhere Summen auch geht, was dann erstmal schockierend eben auch ist. Es kann sich hier auch um eine Trennung handeln, ja, wo man in Gegebenheiten war und jemanden viel vertraut hat, womöglich alles anvertraut hat und sich dann jemand diesbezüglich eben, ja, davon schleicht. Ja, das bekomme ich nicht für jeden, also schau bitte individuell für dich. Achte bitte, ganz, ganz wichtig, ja. Dann haben wir hier einmal das Ghosting und wir haben die junge Frau. Also in jeglicher Form auch immer kann sich das eben hier zeigen, dass sich jemand davon macht, ja. Also so wie als weibliche, so wie männliche Person, dass du vielleicht auch von jemandem plötzlich etwas hörst, der dich in der Vergangenheit mal belogen hat, betrogen hat. Wenn es um Dinge geht, wo es dann hier um Betrug etc. sich handelt, wo du ja Klarheit bekommen wirst, also insbesondere noch in dieser Zeit, ja, wo sich hier dann jemand einfach davon geschlichen hat. Also auch was wir hier mit den Wolken haben und dem Ghosting, dass du jetzt diesbezüglich auch eben Nachrichten bekommen wirst. Also Klarheit wirst du bekommen. Dir wird etwas klar. Dir geht ein Licht auf. Es können natürlich auch zwei sein, die sich hier diesbezüglich eben davon machen. Ich schaue jetzt nochmal speziell im Anschluss rein für die Liebe, was ich hier zeigen möchte, weil ich bekomme hier ganz, ganz viele Themen eben auch rein, wo jeder individuell mit einer anderen Situation dann eben auch konfrontiert wird, was ich hier dann eben stark bekomme, ist die Gegebenheit, was du eben durch das Außen erfahren wirst. Wir haben hier den Turm, etwas Plötzliches, was dann hier auch geschieht. Und wir haben hier die Angst, das Krankenhaus, die Einsamkeit, ja. Also Dinge, wo dann jemand auszieht oder wo du vielleicht selber im Vorfeld schon in einer Situation bist und Sorge hast, allein zu sein, einsam zu sein. Also gewisse Dinge, die dich stark beschäftigen, zurückzuführen nochmal auf diese Hauptenergien, dass du wirklich hier dich schaust, in deine Selbstliebe auch gehst und rausgehst aus diesen Dingen. Das kann hier auch ein Aufenthalt sein im Krankenhaus, das weißt du aber im Jetzt schon, dann ist gewisses eben schon in Planung, ja. Des Weiteren, es kann sich um eine Kur handeln, es könne sich um Anträge handeln, die du eben jetzt schon eben auch gestellt hast. Du vielleicht auch gerade raus musst aus einer Situation, die dir Schwierigkeiten bereitet, überhaupt hier eine Wohnung diesbezüglich auch zu finden. Aber selbst das zeigt sich hier sehr im Positiven, weil ich sehe, dass du selber hier Initiative auch ergreifst und dich mit gewissen Dingen dann eben auch beschäftigst. Also es ist hier gerade vieles im Umbruch, ja, ob es in deiner Firma ist oder ob es hier auch über Internet, Social Media, dass gewisse Dinge umgestellt werden. Des Weiteren mit der Person, wo du gerade eben auch im Kontakt stehst, wo es um Besucher etc. sich handelt. Daten im medizinischen Bereich, das bekomme ich hier auch gerade rein, dass da gewisses eben auch stattfinden wird. Und wir haben hier die Sicherheiten, die Finanzen und wir haben das Zeitmanagement.
Also viel, was organisiert wird, wie viel, was geplant wird, also viel, was du auch in Anspruch nehmen wirst, gewisses, was du beantragst, gewisses, was dir zusteht für Wohnung, Firma etc., für die allgemeinen Sicherheiten, für die Stabilitäten. Also du organisierst dich schon hier im Vorfeld, ja? Und das Ganze zeigt sich hier äußerst positiv. Also habe diesbezüglich Vertrauen, bekomme den Blick auch fürs Detail. Ja? Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Situation du dann hier eben auch in Resonanz gehst. Deswegen, ich schaue jetzt nochmal für die Liebe in den Gegebenheiten, was auf dich zukommt, weil es hat sich hier ganz, ganz viel im Allgemeinen eben auch gezeigt. Und wir schauen auf die Situationen jetzt speziell nochmal, was kommt hier in den 2 Wochen in der Liebe auf dich zu. Was ich hier sehr, sehr positiv eben auch sehe, aber sich diesbezüglich eben viele Dinge gezeigt haben. Aber ich sehe schon, dass bei euch, bei dir oder bei ihm, dass da eben noch beidseitig so gewisse Themen im Außen auch Belastungen anstehen. Ja, vielleicht auch bei euch beiden. Wir schauen, was kommt jetzt in eurer Seelenverbindung auf dich zu. Ja, wir haben hier auch das Rad des Schicksals. Also hier kommen schon positive Ereignisse, vor allem Dinge, die hier schnell vonstatten gehen. Also, ich beginne hier einmal. Wir haben das Rad des Schicksals. Es ist alles in Bewegung. Es ist wichtig, dass du auch in Bewegung bleibst. Ja? Es ist hier vom Schicksal so gewollt und auch geführt. Es zeigt sich hier die Freude. Ja? Es zeigt sich das Wohlbefinden. Denn hier sind alle Kelche gefüllt. Es zeigt sich Frieden, Gelassenheit. Harmonie. Du darfst hier diesbezüglich vertrauen, aber ich sehe so in Dingen deine Sorge, ja, mit den 3 der Münzen. Du hast das Gefühl oder du bist in Gedanken noch gerade drinnen, denn ich sehe hier deine Gedanken, ja, dass dich etwas unsicher macht, ja, aufgrund vergangener Gegebenheiten oder der Gegebenheiten, womit du oder dein Gegenüber oder ihr beide gerade beschäftigt seid, ja, dass du diesbezüglich Sorge eben auch hast. Was ich hier noch bekommen hatte mit den 3 der Münzen, worauf ich eben hinaus wollte, hast du eben das Gefühl, dass es keine Stabilität hat. Also es ist ein Gedanke, der eine Rolle bei dir spielt, dass du dir unsicher bist, ja, und hier geht es darum, dass man gemeinsam etwas schaffen kann, Betonung auf kann. Ja, es ist wichtig, dass du rausgehst aus diesen Gedanken, die dich da im Endeffekt, wo ich gleich noch schaue, dich mehr oder weniger zwangsläufig gefangen halten. Sprich, es findet alles in deinen Gedanken statt. Ja? Deine Gedanken bringen dich hier mehr oder weniger zu Boden. Ja? Wo du das Gefühl hast, du kannst gerade nichts tun. Ja? Und du kannst immer etwas tun. Denn alles das, was hier gerade ist, weil schauen wir rein auf die Liebe, dass innerliche Konflikte sind, dass es für dich eine Herausforderung, ein Kampf ist irgendwo. Also man ringt und kämpft mit sich selber, so bekomme ich das hier. Wo du hier der Führung auch vertrauen darfst, denn du hast im Mittelpunkt das Ass der Münzen. Es geht jetzt darum, nimmst du diese Chance und Möglichkeit an, ja, oder lässt du diese Chance und Möglichkeit verstreichen. Ja? Denn in diesem Zustand der Emotionen ist es wichtig, dass du dich da selbst etwas unter Kontrolle hast. So bekomme ich das hier gerade rein. Ja? Denn hier ist alles möglich mit den 3 der Kelchen. Also es ist auch so etwas suspekt. Einmal diese Freude und dann gleichzeitig wieder so ein gewisses Tief, ja? Wo du die Sorgen machst, wo du Gedanken hast. Auch was wir hier haben mit der Karte. Du beschäftigst dich mit Dingen, ja? Wo du eben nicht nur durch die Gegebenheit im Außen oder der Situation, die gerade stattfindet, dich beschäftigst, sondern es findet in deinem Kopf etwas statt, wo du dir ganz, ganz viele und unnötige Sorgen auch machst, ja, unnötige Gedanken, die du hier einfach hast, dass du vielleicht hier auch schon eben dir Unterstützung geholt hast, sehe ich hier eher die Unterstützung füreinander, miteinander, ja, was wir hier dann haben mit dem Ass der Münzen, dass du diese Chance und Möglichkeit auch annehmen darfst. Also du hältst hier noch an etwas fest, ja, und das kann sein, dass du hier eben, was ich schon sagte, gewisse Selbstwertthemen hast,
weil hier der Kelch ist nicht voll, dass du das Gefühl hast, in manchen Momenten, ja, auch als männliche Person, dass das, was du gibst, nicht ausreichend ist, was du gibst. Ja, es kann genauso gut auch umgekehrt sein, dass du hier für etwas eben mehr Gefühle investieren darfst, dass hier eine gewisse Kühle drin ist. Ja, also schau mal bitte individuell für dich. Bei jedem von euch eben unterschiedlich, dass hier gemeinsam, was ich schon sagte, gemeinsam etwas aufgebaut werden kann. Ja, in Anführungsstrichen, wenn du bereit bist, wenn du hier bereit bist, etwas zu geben, weil du hast den Kelch leer. Dass sich da bei dem einen oder anderen eine gewisse Unnahbarkeit zeigt, was eigentlich deine Chance und deine Möglichkeit ist. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du hier in einer Situation bist, dass du das Gefühl hast, es kommt zu wenig. Ja, also entweder bist du in der Gegebenheit, dass du das Gefühl hast, dass zu wenig kommt, oder aber auch, dass du in der Situation drin bist, dass du erstmal abwartest, bis hier etwas gefüllt wird. Nein, es darf im Gleichen geschehen, im Gleichen, im Geben und Nehmen. Ja, ohne jetzt zu schauen, ist es vielleicht richtig oder ist es vielleicht falsch. Ja. So bekomme ich das hier. Das brauche ich nicht mehr klären, weil wir haben hier den 9 der Kelche. Hier ist alles möglich. Ich werde hier noch mit Amos Botschaften für dich eine Karte erbitten. Und hier ist der Umbruch. Ja, also hier ist schon dieses, die Leichtigkeit, die Befreiung. Ja, befreie dich von deinen hemmenden Ängsten. Befreie dich von Dingen, wo du festhältst. Stark, was sich hier in der Materie zeigt. Das bekomme ich hier gerade rein. Wir haben hier die Münzen, wir haben hier die Münzen, wir haben hier die Münzen. Also aus einer gewissen Kühle und Distanz eben auch rauszugehen. Ja, ganz, ganz wichtig, gemeinsam an der Partnerschaft eben auch zu arbeiten, damit es hier in diese 9 der Kelche noch einmal für dich gehen kann. Ja, also hier ist alles möglich. Was möchte er oder sie dir jetzt mitteilen? Stopp. Schau mal, wir haben Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja? Also befreie dich hier bitte von Dingen, wo du gerade festhältst. Ja, hier kommt ja so oder so was. Ja? Sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Also Gefühle, die hier überhand nehmen. Hier sind die Kelche voll und das ist das, was ich eben sagte. Ja? Und hier haben wir den leeren Kelch. Und wir haben hier, ich habe die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen. Auch nochmal, das Schicksal, ja, alte Belastungen, dass du wirklich aus alten Dingen rausgehst, dass du hier wirklich auch aus den Gegebenheiten der Vergangenheit hier diese Gedanken, dass du dir da unnötige Sorgen machst, ja. Was hält dich hier eigentlich zurück? Und da bekomme ich hier stark die Gedanken mit den Schwertern. Und es kostet dich hier Kraft und Stärke. Und gegen das eigene Ego anzukämpfen, kostet natürlich Kraft und Stärke. Weil wir haben hier, bekomme ich stark die Situation mit dem Ego und gleichzeitig hier mit Folge der Stimme deines Herzens. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich umarmt. Bis dahin.